Yippie, endlich sind meine Haare wieder kurz. Nach über 1,5 Monaten. Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBKs TV und willkommen zu diesem Formel 1 Video. Das letzte Mal, als ich ein Formel 1 Video gemacht habe, kam es so gut an, dass ich es wegen fehlender Views von meinem Kanal gelöscht habe. Kann ja nur besser werden. Der Formel 1 Kalender dieses Jahr besteht aus 23 Rennen mit ein paar sehr kontroversen Venues. Dabei ist nicht mal sicher, ob überhaupt alle Rennen stattfinden können, wegen einem gewissen Virus namens Covid-19. Habt ihr schon mal davon gehört? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Aber stellen wir uns vor, 2022, Corona wurde ausgelöscht und in der Formel 1 kommen neue Autos an, die besseres Racing garantieren. Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, den Kalender etwas aufzumischen. Ich wollte also meinen Traumkalender von 2022 zusammenstellen. Es gab jedoch ein paar Richtlinien, an die ich mich halten musste. Erstens, ich durfte nur von der FIA Grade 1 Rennstreckenliste aussuchen. Das sind einfach Rennstrecken, die so gebaut sind, dass Formel 1 da problemlos fahren kann. Soll ja keine Go-Kart-Strecke sein. Zweitens, es ist ein internationaler Sport, also sollte es auch Rennvenues um die ganze Welt geben. Um jedoch die Auswirkungen auf die Umwelt etwas zu minimieren, habe ich die Reihenfolge der Rennen so angepasst, dass die Wege zwischen den Rennmenüs so kurz wie möglich sind. Drittens, ich habe versucht, jedem Fahrer ein eigenes Heimrennen zu geben, denn nichts ist besser, als vor seinen eigenen Fans zu fahren und das Jubeln der Zuschauer zu hören. Und viertens, im Gegensatz zu anderen Wunschkalendern habe ich versucht, ihn relativ realistisch zu gestalten, also habe ich das Klima, die Art der Rennstrecke und die finanzielle Unterstützung mit in Betracht gezogen. Es kann also sein, dass eine fangeliebte Strecke vielleicht nicht im Kalender ist, weil einfach die finanzielle Unterstützung fehlt. Aber ich habe mein Bestes gegeben, also lass uns loslegen. Wir beginnen unseren Kalender mit einem Stopp in Australien, in Melbourne. Diese Strecke ist schon jahrelang der erste Grand Prix im Kalender und aus gutem Grund, denn es ist die einzige verfügbare Grade 1 Strecke auf dem ganzen Kontinent. Zusätzlich ist die Strecke von allen anderen so weit entfernt, dass eine andere Position im Kalender einfach gar keinen Sinn machen würde. Außerdem bauen sie die Strecke gerade um besseres Racing zu garantieren und das sollte man nutzen. 2 Wochen später, Runde 2, ein Stopp in der Wüste auf dem Bahrain International Circuit. Ich finde, das ist eine sehr coole Strecke mit den vielen Geraden. Es ist auch gut zu überholen. 2020 hatten wir 2 Grand Prix in Bahrain. Einen auf dem International Circuit, wo Romain Grosjean seinen furchtbaren Unfall gehabt hat. Und einen auf dem Fast Oval, wo Sergio Perez seinen ersten Sieg einfahren konnte. Das Oval war cool, aber eigentlich nur als Filler. Die Strecke ist eigentlich als vollwertiger Grand Prix nicht geeignet. Einfach zu kurz. Außerdem möchte ich unbedingt da die Formel 1 Autos sehen unter dem künstlichen Licht, wenn die Sonne untergeht. Da glitzen die Autos immer so schön. Weitere 2 Wochen später, Runde 3 in Aserbaidschan in Baku. Der wahrscheinlich schnellste Straßenkurs verfügbar für die Formel 1 mit dieser langen Start-Ziel-Geraden. Selbst in der kurzen Zeit, in der wir da waren, hatten wir schon viele Momente, an die wir uns erinnern. Wie zum Beispiel Lance Stroll erstes Podium oder ich glaube, Ericsson hat uns gerammt. Es gab immer Action und deswegen sollten wir zu dieser Strecke zurückkehren. Machen wir einen kurzen Sprung über die Grenze zum Start der europäischen Saison mit Runde 4 in Russland, aber nicht in Sotschi. Denn, man würde es kaum glauben, es gibt 2 passende Strecken in Russland. Sotschi und den Moskau Raceway. Eine von Hermann Tilke designte Strecke mit Geraden zum Überholen und im Gegensatz zu Sotschi einem sehr flüssigen Kurventeil in der Mitte. Wenn Russland unbedingt möchte, dass die Formel 1 dort fährt, warum nicht auf einer besseren Strecke? Da wir schon in Europa sind, warum nicht mit dem Red Bull Ring in Österreich weitermachen? Sehr traditionsreich, sehr kurz, sehr gute Überholmöglichkeiten. Und es ist der Red Bull Ring. 20% aller Autos, die auf der Strecke fahren, gehören Red Bull. Dann sollten wir auf dem Red Bull Ring fahren. Bisher gab es keine 2 Rennen an 2 Wochenenden, um die Fahrer nicht so zu beanspruchen und die Saison wieder langsam einzuführen. Aber das ist vorbei, denn Runde 6 ist in Italien. Und Italien war wohl die schwierigste Auswahl, denn Italien hat viele gute Grade 1 Strecken. Imola, Mugello, Monza und lustigerweise
Ferraris eigene Teststrecke in Fiorano. Yep, auf dieser Strecke dürfte die Formel 1 einen Grand Prix abhalten. Aber wir können nicht in Monza fahren. Der Tempel der Geschwindigkeit war schon seit der ersten Saison der Formel 1 im Kalender. Eine extrem andere Strecke wegen diesen sehr langen Geraden und wenigen Kurven. Außerdem ist das Podium da ziemlich cool. Von einer Traditionsstrecke zur nächsten, Runde 7 in Monaco. Das genau Gegensätzliche zu Monza. So viel Aerodynamik wie möglich, schwierig zu überholen, aber geil zu anschauen. Es ist nicht ohne Grund, dass der Sieg in Monaco der begehrteste des ganzen Jahres ist. Außerdem wohnen die meisten Fahrer in Monaco, das heißt, ein Lewis Hamilton könnte nach dem Qualifying zuerst auf seine Yacht und danach mit seinem Hypercar nach Hause fahren und da schlafen. Praktisch. Runde 8, Frankreich. Aber nicht in Paul Ricard, denn die Strecke ist etwas langweilig, also probieren wir doch einen alten Bekannten, den Circuit Magny-Cours. Formel 1 war hier zuletzt in 2008 und die Strecke ist super. Eine gute Mischung von schnellen und langsamen Kurven und echten Kiesbetten, die keine Fehler verzeihen, im Gegensatz zu dem Betonfest von Paul Ricard. Und danach gleich Runde 9 in Spanien. Wie in Italien gibt es hier viele gute Strecken. Aragon, Catalunya und mein persönlicher Pick für den spanischen Grand Prix in Jerez. Hier fuhr die Formel 1 auch schon in der Vergangenheit. Und ich glaube immer noch, dass Catalunya theoretisch die bessere Teststrecke ist für Pre-Season. Aber Jerez bietet einfach besseres Racing mit dem Streckenlayout. Sorry Catalunya, ihr habt umsonst die Kurve umgebaut. Der nächste Grand Prix ist der Geburtsort der Formel 1, Runde 10 in Großbritannien. Der Silverstone Circuit. Was gibt's mehr zu sagen? Hier begann die Formel 1 1950. Wir müssen hier einfach fahren. Außerdem ist es seltsamerweise die einzige passende Strecke für die Formel 1 in Großbritannien. Die Mitte der Saison findet statt in den Niederlanden. Wir haben orangene Fans in so vielen europäischen Rennen gesehen, die ihren Helden Max Verstappen feiern. Es ist also Zeit, ihnen ein Zuhause zu geben. Der Circuit Zandvoort. Habe ich wahrscheinlich falsch gesagt. Tut mir leid, Niederländer. Eigentlich sollte diese Strecke 2020 schon im Kalender sein. Sie wurde extra für die Formel 1 umgebaut und die Strecke ist sehr einzigartig. Steilkurven, sehr schnelle, fließende Kurven und eine kurze Runde würden für viel Action sorgen. Außerdem kann man die feiernden Fans wahrscheinlich aus jedem Kamerawinkel hören und man sieht nur einen See von Orange in den Tribünen. Würde bestimmt ziemlich cool aussehen. Die europäische Saison ist fast zu Ende, aber zuerst machen wir einen Stopp. Hier, in Deutschland. Und es gibt zwei passende Strecken für die Formel 1, wie ihr vielleicht wisst. Der Hockenheimring und der Nürburgring. Früher haben sich die zwei Strecken immer abgewechselt, also ein Grand Prix da, dann ist nächste Jahr da und dann wieder da. Aber ich finde, wenn es nur um eine Strecke geht, die besser ist, dann sollten wir zum Nürburgring. Vielleicht bin ich voreingenommen, weil ich da schon selber auf der Strecke gefahren bin, aber der Ring bietet einfach so viel mehr wie der Hockenheimring. Eine schöne, fließende Strecke, beeindruckende Landschaftsaufnahmen, mehr Geschichte, als man je in einem Video zusammenfassen könnte und endloses Potenzial für Mediaaufnahmen mit der berühmten Nordschleife direkt daneben. Außerdem haben sich die Leute in Hockenheim schon jahrelang über den Lärm beschwert, während am Ring jeder Benzin im Blut hat. Die Fans würden es lieben. Schneller mal mit einem Katzensprung über die Grenze für Runde 13 auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in den Ardennen. Genauso ein No-Brainer wie Silverstone. Spa ist einfach ein Muss. Lustigerweise entspricht Spa nicht den FIA-Regeln für Strecken in zwei Aspekten. Der Weg zur ersten Kurve ist 4 Meter zu kurz, aber die gesamte Rennstrecke ist eigentlich 4 Meter zu lang. Was für ein Zufall. Wir hatten jetzt sehr viele Rennen hintereinander, sehr viele Doubleheader und deswegen ist es jetzt Zeit für die ein Monat lange Sommerpause durch den ganzen August. Aber die ganze Europasaison ist vorbei, das heißt alle Teams können, sobald die Sommerpause vorbei ist, sofort über den Atlantik fliegen für Runde 14 in Kanada. Oh, Kanada. Ich möchte da wieder hin. Der Circuit Gilles Villeneuve ist an einer ganz anderen Stelle im Kalender wie sonst. Aus einem einfachen Grund. Im diesjährigen Kalender fliegt der Formel 1 Zirkus von Aserbaidschan nach Kanada
und dann wieder zurück nach Europa für den französischen Grand Prix. Eine komplett idiotische Aufteilung. In meinem Kalender startet der kanadische Grand Prix eine 4 Rennen lange Amerika-Saison mit dem nächsten Rennen in Amerika. Es gibt in ganz Amerika, trotz aller NASCAR-Strecken und anderen Rennserien, nur 2 Rennstrecken, wo die Formel 1 fahren könnte. Circuit of the Americas und Indianapolis. Man würde meinen, in meinem Kalender ist der amerikanische Grand Prix in Indianapolis, weil es das Zuhause von dem amerikanischen Rennsport ist. Hier wurden schon 1911 die ersten Indianapolis 500 ausgetragen. Es ist also einer der längsten aktiven Rennstrecken der Welt. Aber ich sage euch, warum die Formel 1 nicht in Indianapolis fahren sollte. Weil die Grand Prix-Strecke absoluter Müll ist. Schaut euch die Strecke an. Kurve 5 und 6 ist eine so lustlose Schikane. Kurve 7 ruiniert den ganzen Flow der folgenden Kurvenkombination. Und man fährt nicht einmal die Steilkurve auf Start und Ziel, sondern eine ungeschickte, langsame Schikane. Sollte Formel 1 auf dem alten Grand Prix Layout fahren, dann ist Indianapolis die richtige Strecke. Aber ansonsten sollte Formel 1 in Kota fahren. Für Runde 16 geht es weiter in den Süden nach Mittelamerika auf den Autodromo Hernando Rodriguez in Mexiko. Diese Strecke bietet eine ganz andere Herausforderung, da die Strecke 2240 Meter über dem Meeresspiegel die Motoren mit der dünnen Luft extrem beansprucht. Außerdem hat diese Strecke diesen Stadionteil, der für Zuschauer einfach genial ist, vor allem wenn man Sergio Perez heißt. Schließen wir die Amerika-Tour ab auf dem Autodromo José Carlos Pache ab. Eine so schöne Oldschool-Strecke in Interlagos. Viele wünschen sich diese Strecke als Saisonfinale, so wie in 2008, als Lewis Hamilton in der letzten Kurve Weltmeister wurde. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Einmal müssen wir noch um den Globus. Es ist kein wahrer internationaler Sport, wenn nicht alle Kontinente vertreten sind. Deswegen ist Runde 18 in Südafrika, in Kyalami. Das hier ist die einzige Ausnahme, denn Kyalami hat nur eine Grade 2 Lizenz. Aber die Betreiber der Strecke wollen es zu einer Grade 1 umbauen. Hier wurde sogar schon Formel 1 gefahren, von 1967 bis 1985 und dann nochmal 92 bis 93. Der große Preis von Südafrika war sogar jahrelang das erste Rennen der Saison. Es ist also etwas ganz Besonderes. Wir sind mittlerweile später im Jahr, es ist etwas kühler, also geht es zurück in die Wüste, in die Arabischen Emirate. Aber, großes Aber, wir sind nicht in Yas Marina. So gerne die Formel 1 hier auch fahren würde, wegen der Atmosphäre, dem Hotel und dem Geld, größtenteils dem Geld, die Strecke ist Mist. Ich glaube, hier haben wir wohl die langweiligsten Rennen der Saison und die Formel 1 fährt in Monaco. Zum Glück gibt es eine weitere verfügbare Strecke in Dubai. Das Dubai Autodrom hat schon viel Racing seit der Eröffnung 2004 gesehen. Die GP2 Asia Serie fährt hier. GT-Autos fahren hier, unter anderem in den 24 Stunden von Dubai. Wie cool wäre ein Rennen, das am späten Nachmittag anfängt und gegen Ende des Rennens die Sonne untergeht und einen orangenen Schleier über alles legt. Das wäre echt cool aussehendes Racing. Bei dem nächsten Rennen gehen wir jetzt wirklich davon aus, dass die Corona-Pandemie absolut vorbei ist, denn Runde 20 ist in China auf dem Shanghai International Circuit. Wie auch in den Emiraten redet hier das Geld. Das war der Grund, wieso China blieb und Malaysia nicht. Aber im Grunde ist diese Strecke gar nicht so schlecht. Die ersten 2 Kurven in China sind sehr interessant, mit vielen möglichen Ideallinien und großem Potenzial für Side-by-Side-Action. China kann also bleiben. Zumindest solange Corona nicht existiert. Kommen wir zum letzten Rennen. Mein Saisonfinale ist in Japan auf dem Suzuka Circuit. Es gäbe auch Fuji als Option, aber Suzuka ist ein Muss für den Formel 1 Kalender. Die Geschichte, die ikonischen Rennen und Momente, die schnelle, anspruchsvolle Strecke in Form einer 8. So viele Dinge an diesem Venue sind besonders. So besonders, dass es für mich das letzte Rennen des Kalenders sein sollte.
Das war's, mein realistischer Wunschkalender für die 2022er Formel 1 Saison. Ich bin sehr zufrieden damit. Es gibt eine gute Abwechslung von Rennstrecken, es wird auf den weltweit besten Rennstrecken gefahren und mit den neuen Autos und einem hoffentlich engeren Feld sollte so eine Saison die beste in der Formel 1 Geschichte sein. Mein Kalender hat, wie man sehen kann, 21 Rennen, eine gute Anzahl von Rennen. Aber sollte die FIA unbedingt 23 Rennen im Kalender haben wollen, dann würde ich Malaysia als Runde 2 zwischen Australien und Bahrain und den Hungaroring zwischen den Grand Prix von Russland und Österreich platzieren. Ich wette, euch ist bisher nicht aufgefallen, dass der Hungaroring fehlt. Aber ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gibt es vielleicht Rennstrecken, wo ihr gerne die Formel 1 sehen würdet? Schreibt es in die Kommentare. Schaut euch, wenn ihr Lust habt, auch Thomas Video an, wo er seinen perfekten Rennkalender zusammenstellt. Von ihm hatte ich nämlich die Idee. Ich plane noch mehr Formel 1 Videos zu machen. Ich weiß, sie kommen vielleicht nicht so gut an wie andere Videos, die ich mache, aber ich rede einfach gerne über die Formel 1. Ich verbringe meine Freizeit teilweise damit, mich über die News der Formel 1 zu informieren. Und schließlich mache ich diese Videos, weil sie mir gefallen. Naja. Wenn ihr diese Videos auch gerne sehen würdet in der Zukunft, dann driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button. Nächste Woche gibt es ein weiteres Video über die Formel 1, aber glaubt mir, das wird ziemlich cool. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch das anschauen würdet. Also bis nächste Woche. Ciao.